Hi, mein Name ist Lydia, ich studiere Mediendesign an der Makromedia in Stuttgart. Und mein Name ist Susanne und ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement in Köln. Wir studieren an der Vancouver Island University in Nanaimo in Kanada. Und wir hatten auch bereits unseren Orientation Day und ja, wie war der denn so? Wir sind unheimlich zufrieden mit der Uni. Sie ist vor allem sehr schön, die Gebäude sind auch sehr schön und die Lage ist auch echt toll. Ja, ich fand auch die Leute ziemlich hilfsbereit, also wir wurden unglaublich nett empfangen. Und wir wurden auch dorthin gewiesen, wo wir hin mussten. Das war so ein Kinosaal, wo dann eine Vorstellung erfolgte. Und der Campus ist riesig. Es gibt eine Cafeteria zum Beispiel mit einem wunderschönen Ausblick. Und auch ein Fitnessstudio, also ihr könnt euch da wirklich körperlich gut auslassen. Eine Sporthalle gibt es, eine unglaublich große Bibliothek. Was auch ganz toll ist, wir haben einen eigenen Merchandise-Shop. Wo wir uns auch voll die tollen Pullis geholt haben schon. Den hier. Die haben da echt tolle Sachen. Also Stifte, Papier, Bücher gibt es dort auch zu kaufen. Womit wir auch wahrscheinlich am nächsten Punkt wären. Die Schulbücher, beziehungsweise das eine, was uns nicht so dolle beeindruckt hat an der Universität hier, ist nämlich die Preise der Bücher. Es ist halt so, dass man eingerechnet haben sollte oder dass man geplant haben sollte, $600 insgesamt für die ganze Literatur zurückzulegen. Und das ist halt schon eine ziemliche Summe. Ja, aber zum Glück gibt es auch gebrauchte Bücher, die dann doch relativ günstig weiterverkauft werden. Ansonsten sind wir sehr beeindruckt, vor allem auch von dieser einen Sache, die die Universität so besonders macht. Es gibt ganz viele Hasen auf dem Campus. Die laufen einfach frei herum und sind zwar scheu, also man kann sie jetzt nicht unbedingt streicheln, aber sie sind unfassbar süß und kommen auch manchmal ins Gebäude rein. Also es ist schon ziemlich niedlich, der Campus. Groß, aber niedlich. Ja, und zu Kanada, was wir so erlebt haben, wir sind ja jetzt schon eine Weile hier, also haben wir auch schon was gesehen. Genau, wir sind jetzt schon seit circa einer Woche hier. Wir haben schon alles möglich. Also wir waren jetzt schon wandern, wir waren Kanufahren, wobei das Kanufahren ein lustiger Zwischenfall war. Wir hatten heute die grandiose Idee, auf eine Insel zu fahren mit der Fähre. Und dort wollten wir eigentlich in die Bar und was trinken. Weshalb wir noch nichts gegessen haben, beziehungsweise nicht viel und auch nichts zu trinken dabei haben. Und es sind 30 Grad. Ja, 30 Grad im August, das ist schön. Also echt super. Schön schwitzig. Ja, das einzige Problem, wir haben die falsche Fähre genommen und sind jetzt auf der Nebeninsel. Ja, auf der Nebeninsel. Da könnt ihr die eigentliche Insel sehen, auf die wir eigentlich wollten. Das heißt, unser Essen ist vor unserer Nase aber nicht erreichbar. Und ein Kollege von uns ist dann rumgelaufen und hat fremde Leute angesprochen. Und die hatten zufällig ein Kanu, er sagt zwei Kanus, und waren dann so nett, typisch Kanadier. Und haben uns rübergefahren. Jeder schön einzeln, hat auch etwas gedauert, aber wir kamen gut dort an und konnten gut Cocktails schlürfen bei einer wunderbaren Aussicht. Wir sind auch etwas gereist und zwar nach Vancouver aufs Festland mit der Fähre und haben dort einen Tag verbracht. Ja, viel haben wir leider nicht gesehen, denn Vancouver ist verdammt groß. Wir haben an einem Tag nicht alles geschafft. Deswegen werden wir auch planen, demnächst nochmal nach Vancouver zu gehen, beziehungsweise mit der Fähre rüber zu fahren, um dort dann eben nochmal mehr machen zu können. Aber das ist ja auch das Gute an dem Standort Nanaimo. Ihr seid halt direkt in der Nähe des Festlands, könnt einfach mit der Fähre rüberfahren. Und was wir auf Vancouver Island selber noch erleben wollen, ist zum Beispiel Victoria. Dorthin würden wir bald ein Wochenende lang hinfahren. Das soll wunderschön sein. Genauso wie Tofino, dort werden wir campen. Das werden wir diese Woche angehen und das soll auch unfassbar schön sein. Ja, vergiss die Wale nicht, bitte. Und wir werden Wale sehen, ja auf jeden Fall. Ein ganz großes Highlight, worauf ich mich schon total freue. Und damit verabschieden wir uns von euch und man sieht sich in 4 Monaten. Ciao! Ciao!